Herr Rindersbacher, 3 Tage Klausurtagung hier in Irsee sind jetzt vorbei. Was ist für Sie der größte Erfolg dieser Klausur? Wir gehen mit großer Motivation ins Jahr 2011. Wir haben uns mit wichtigen Sachthemen auseinandergesetzt, mit dem Pflegenotstand in Bayern. Wir haben ein Integrationsgesetz der bayerischen Öffentlichkeit vorgestellt. Die anderen Parteien sind zur Tagesordnung ergebnislos übergegangen nach der großen Integrationsdebatte. Wir haben ein Integrationsgesetz nun formuliert und wollen dies auch im Bayerischen Landtag debattieren. Wir haben uns mit dem Industriestandort in Bayern auseinandergesetzt und mit vielen wichtigen Zukunftsthemen. Das ist das, was die Wähler von uns erwarten. Die SPD muss ihre Hausaufgaben machen und das tun wir. Das sind sehr, sehr viele Pläne. Auch zum Thema erneuerbare Energien haben Sie ein Konzept vorgelegt. Wie wollen Sie angesichts der Mehrheitsverhältnisse im Bayerischen Landtag dafür sorgen, dass diese Pläne tatsächlich auch durchgesetzt werden und es nicht bei den reinen Plänen bleibt? Die politische Landschaft ist in Bewegung. Gegenwärtig haben wir tatsächlich keine Möglichkeit, unsere Anträge durchzusetzen, weil das von Schwarz-Gelb leider immer abgelehnt wird. Auch wenn anerkannt wird, Mensch, da hat die SPD was Gutes angestoßen und das müssten wir im Prinzip machen, dann wartet man ab und bringt es eventuell als schwarz-gelbe Koalition ein halbes Jahr oder ein Jahr später als eigene Idee ein. Das ist das Los der Opposition. Aber ich bin zuversichtlich, dass es uns bis zum Jahr 2013 gelingen kann, diese schwarz-gelbe Regierung abzulösen. Sie sind jetzt seit einem guten Jahr Fraktionsvorsitzender der bayerischen SPD. In dieser Zeit stagniert die SPD aber auf einem konstanten Niveau bei ungefähr 17%. Was haben Sie in diesem Jahr falsch gemacht? Ich denke, wir haben vieles richtig gemacht. Wir mussten 11 Jahre Regierungsarbeit im Bund aufarbeiten. Wichtige Themen wie Hartz IV, Rente mit 67 spielten da eine Rolle, auch der Afghanistan-Einsatz. Wir haben interne Strukturen gestärkt und wir haben im Bayerischen Landtag 19 Gesetzentwürfe eingebracht. Wir haben 360 Anträge gestellt. Wir haben also unsere parlamentarische Arbeit kraftvoll wahrgenommen, wollen das auch im Jahr 2011 tun. Es muss uns gelingen, unsere Sacharbeit noch besser unter die Leute zu bringen. Da geben wir uns Mühe. Ich glaube, dass die bayerische Bevölkerung auch durchaus neugierig geworden ist. Ach, da gibt es neue Leute bei der Bayern-SPD. Junge sind da plötzlich am Ruder. Wie machen die das überhaupt? Es gibt noch so ein bisschen Skepsis, das räume ich gerne ein. Aber das hindert uns nicht daran, trotzdem weiter mit Leidenschaft bei der Sache zu sein und für die gute sozialdemokratische Sache zu werben. Sie haben die neuen jungen Leute angesprochen. Die neuen jungen Leute, wie Sie, wie der Herr Pronold, sind aber bei weiten Teilen der Bevölkerung noch relativ unbekannt. Wie wollen Sie das ändern? Ich bin ja jetzt erst seit knapp 14 Monaten im Amt, habe bei einem Bekanntheitsgrad von 0 angefangen, bin jetzt bei 29. Das ist natürlich nicht so begeisternd auf den ersten Blick, aber auf der anderen Seite bin ich mittlerweile schon bekannter als die langjährige Wirtschaftsministerin Emilia Müller oder als die langjährige Landesvorsitzende der Grünen Theresa Schopper. Es kommt nicht nur auf den Bekanntheitsgrad an, man kann auch als unbekannter Politiker eine gute Politik machen, muss sie allerdings dann stärker auch noch in die Öffentlichkeit transportieren. Trotzdem gibt es von einigen Jusos Kritik an, es seien austauschbare Politiker an der Spitze der SPD und einige sind ja daraufhin sogar ausgetreten. Was sagen Sie denen? Wir werden das intern klären. Es ist immer so, dass der Jugendverband sich auch ein wenig reibt an der Partei. Das ist bei den Jusos seit vielen, vielen Jahren so der Fall. Das ist auch gut so. Wir laden die Jusos ein, mit uns in den konkreten Dialog zu treten, auch bei Sachthemen und freuen uns bereits auf die Gespräche. Um diese Sachthemen, wie Sie sagen, bekannter zu machen, müsste man dann nicht auch ein bisschen offensiver auch vorgehen und nicht immer so freundlich und nett und sagen, wir machen die Sachthemen, nützt aber doch auch nichts, wenn sie nicht wahrgenommen werden bei der Bevölkerung, oder? Nein, wir machen schon auch eine aggressive Oppositionspolitik. Ich habe Strafantrag gestellt gegen alle Verwaltungsräte und den Vorstand der Landesbank. Das war niemand sonst, das war ich. Wir haben Verfassungsklage eingereicht, als es um die sogenannte Resonanzstudienaffäre ging. Da hat die CSU Umfragen in Auftrag gegeben und sie vom Steuerzahler dreisterweise bezahlen lassen. Das war unsere Aufklärungsarbeit. Da sind wir hartnäckig dran geblieben. Und wir erwarten jetzt Ende Januar auch entsprechende Ergebnisse vom Obersten Bayerischen Rechnungshof. Man befasst sich mit der Frage, gibt es hier eine verdeckte Parteienfinanzierung zugunsten der CSU? Wir brauchen den richtigen Mix aus einer konstruktiven, aber auch kämpferischen Oppositionspolitik. Ich denke, uns gelingt das auch. Und diese Arbeit wollen wir weiter fortsetzen. Dann wünsche ich dafür viel Erfolg, bedanke mich für das Gespräch und gebe zurück ins Studio.